Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3 mit eurem Sharuk. Und ihr kennt es ja bestimmt schon mittlerweile. Es kommt jetzt ein kurzes Intro und danach fängt die Folge an. Bis gleich. So, dann sage ich jetzt nochmal hallo und herzlich willkommen hier zu Sky Factory 3.0. Wie ihr seht oder vielleicht seht, benutze ich jetzt einen neuen Shader. Will mal gucken, ja, ich habe fast 60 FPS. Will mal gucken, ob der sich jetzt besser eignet. Weil ich habe mir mehrere Shaders runtergeladen, wie man hier sieht. Ich benutze im Moment den Sildur's Basic Shader, der eigentlich auch relativ gut aussieht, recht hell ist. Ich habe einfach mal ein bisschen rumexperimentiert, rumgetestet, welcher dort am besten ist. So, wo waren wir gestern stehen geblieben? Ja, wir wollten eigentlich heute ein paar Autohammer bauen, damit wir Dust sieben können, so rum. Das heißt, ich brauche noch 3 Autohammer. Halt, hier oben. Dazu brauchen wir 3 Diamond Hammer. Achso, und jetzt kann ich auch mal gucken. Ach, meine Spitzhacke ist hier. Smashing. Nicht genug Modifikatoren. Okay, das heißt, da bräuchte ich dann einen weiteren Hammer. Gut, aber danke an Resida. Dein Tipp hat was gebracht. Und ich weiß zufälligerweise, dass Resida keine Folge auslässt. So. Dann brauche ich jetzt 2, 4, 6, 12 Eisen. Für 6 Druckplatten. Und dann 6, 12, 18 Eisen nochmal. Du kannst mal hoch. Und wir können... die Autohämmer bauen. 2, 3. So, Stein zu Gravel, Gravel zu Sand, Sand zu Dust. Und dann brauchen wir jetzt noch ein Autosief. Autosief hier. Ah, nee, das hier. Da brauchen wir jetzt... Entschuldigung. Frosch im Hals. Da brauchen wir jetzt Glas. Gut, Glas habe ich, glaube ich, noch. Oh, wir haben Nacht. Das ist eigentlich gar nicht gut, dass ich nicht sehe, wann Nacht anfängt. Das ist gar nicht Gott. Obwohl, es gibt Schlimmeres. Also ich glaube, ich lasse diesen... Ich lasse diesen Shader längerfristig drin. Normales Sieb. Okay. So, dann können wir jetzt auch schon nach unten gehen. Hab ich noch? Ja, ein paar Itemleitungen, Energieleitungen habe ich noch. Obwohl, ich brauche mehr, wesentlich mehr Energieleitungen als das da. Da. Alter, jetzt habe ich mich hier nicht selbst nicht mehr zurechtgefunden. Stück, genau. Jetzt gucken wir mal, wie viel war. Genau einen halben Stack. Ne, 12. Fuck. Das heißt, da muss ich jetzt schnell mal bauen. Wir haben doch noch irgendwo Ton. Sieht ihr? Ja, ich sehe einen Ton. Einmal.
Dann brauchen wir Sand und Kies. Dann jetzt Bindegemisch. Ja, das reicht dann auch erstmal. Du bist das Mahlwerk, dann kommen die da. Nein. Kommen sie da rein. Und der Ofen wird auf nur Ofen gestellt. Also ich könnte mir übrigens auch mittlerweile mal langsam aber sicher überlegen, ob ich mir nicht ein paar, wie heißen die Kondensatoren? Vibrant Kondensator, oder? Hier. Oktatischen. Warte mal, ich brauche 2, 4 normale. So, 4 Kupfer. Das 4-mal und das 4-mal. Dann brauche ich 2 Coal Dust. Das hier und dann brauche ich nochmal. Oh. 2 davon. Dann brauche ich jetzt einen Glowstone. Und 2 hiervon. Nein, ja. So, da haben wir den ersten Oktatischen. Zwei. Da. 1, 2, du und du. Sehr schön. So, und schneller kriegt man das mit der Legierungsschmelze zumindest nicht hin, dass es geschmolzen wird. So, da haben wir wieder ein bisschen was. Das kann man dann wieder hier rein. Ich müsste eigentlich genug Material haben, hier, um mir gleich noch ein paar neue wie heißen die? Dynamische Legierungen zu machen? Ich glaube dynamisch, ne? Energetisierte Legierung, okay. Hui. Na, da warten wir kurz. Dürfte nicht lang gehen. So, was ich auch noch machen werde, ist, ich werde mir ein paar Flint holen. 6 Stack. Und die werden hier ins Mahlwerk gelegt. Drei, vier, fünf. So, dann malt das auch noch mal ein bisschen schneller. 8, 6, 5, 2, 0. So, dann gebe er Gas. Kurz mal wieder den Bauch vollschlagen. 3, gut. Was mir gerade einfällt, ich brauche
noch ein zweites Autosieb. Denn ich kann hier dann gleich einmal Dust herstellen lassen und einmal Kies herstellen lassen. Und ich brauche auf jeden Fall auch noch einen. Na, komm, helf mir auf die Sprünge, wie heißt da? Einen Kobbelgenerator. Dazu brauche ich einmal Lava. Und einmal Wasser. Ja, ist gut. La 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 la. Ups, halt hier. Habe ich noch Glas dabei? Nein. Ein Glas und sechs Kobbel. So, Lava nach hinten, Wasser nach vorne, Glas in die Mitte, mit Kobbel umschließen. Und fertig ist der Bruchsteingenerator. Das Ganze können wir jetzt noch mit Eisen umrahmen. Dann haben wir schon einen Cobblestone-Generator Stufe 2. Jetzt nochmal 8 Diamanten. Dann haben wir Cobblestone-Generator Stufe 3. Ups. Für die Stufe 4 bräuchte ich jetzt Lohnruten und danach kommt noch Stufe 5 mit Emeralds. Emeralds? Ja, ich glaube Emeralds. So, Freunde mit OI. Freunde mit OI. Halt hier. Dann bauen wir uns jetzt mal ein paar Energieleitungen. Ich nehme noch einen mit. Na, jetzt komm. Genau. Ja. Gut. Dann können wir das Ganze jetzt so machen, dass wir die Spitzhacke nehmen und hier anfangen. Energie lang zu ziehen. So, fangen wir erstmal mit dem Stack hier an. Gut. Wow. So, dann lass mal gucken, wie wir das Ganze dann jetzt setzen. Wenn wir hier anfangen, 1, 2, 3, dann brauchen wir das Autosieb. 4. Gut, wo kommt denn die Energieleitung hier, die Itemleitung hier? Kann man das auch noch mal wegtun? Okay. Jetzt gehen wir in diese Richtung.
Da sind wir ein bisschen falsch. 3, 2. Extrahieren, immer aktiv. Okay. Ich brauche nochmal ein paar neue Itemleitungen. Da. Jetzt brauche ich 18 mal Kabelfassade. Oder wie heißt der? Leitungsbinder. Okay, dann heißen die halt Leitungsbinder. So. Einmal nach unten. Danke sehr. Bitte sehr, bitte gleich. Nein, ja. Der Cobblestone-Generator kommt hier so ran. Dann kommst du. Insertieren. 1, 2. Und dann du einmal. Und ein zweites Mal. So, da fehlt mir jetzt natürlich noch das dazugehörige Mesh, also Sieb. Was haben wir gesagt? Bei Dust wollte ich Diamond Mesh nehmen. 4 Stück von Fäden, 5 Stück. Und dann können wir uns ein schönes Diamond Mesh machen. So, außerdem müssen wir noch diese Kabel hier richtig konfigurieren. Mache ich am besten von unten, wa? Nehme ich mir 1, 2 Cobblestone mit oder ein Stack, damit ich mich nach oben bauen kann. Okay. So, das Sieb macht das, was soll, es siebt. Drei, ups. Da steht's ein bisschen blöd. Wie der Pfälzer an sich sagt. Insertieren. Alright. Drei. Und dann müssen wir noch hier hin. Insertieren. Gut. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal eine zweite Spitzhacke bauen. Es ist gut, dass ich jetzt eine Spitzhacke habe, mit der ich alles gleich automatisch zu Dust verarbeiten kann. Aber ich werde auch noch eine Spitzhacke brauchen, mit der ich gleich automatisch alles zu, mit der ich normal abbauen kann. So, hier dann das und dort dann das, genau. Ach. Na, jetzt mach, was ich will. So, einmal Autohammer. Und einmal Sieb.
in denen am Kies gemahlen wird, genau. So, und dort hätte ich dann gerne, ich bin gerade am Überlegen, ein Eisen oder ein Diamond. Nehmen wir auch erstmal Diamond. So, 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. So, Diamond Mesh. Dann können wir hergehen. Genau. 3. Ach nein. Ja. Nach unten. So, und jetzt müssten wir eigentlich nach und nach richtig viele Rohstoffe bekommen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel noch eine Reihe machen, wo Sand gemahlen wird. Es ist eigentlich blöd, dass ich hier mit, dass ich hier die Kabel so lang gezogen habe, aber das habe ich mit Absicht gemacht, falls ich später mal mit Compressed Hammer arbeiten möchte. Also mit dem Compressed Sieve und Compressed Hammer. Da kann ich dann nämlich hier aus dem Cobblestone Generator alles automatisch in einen Kompressor packen und der schickt mir das dann durch die ganzen Maschinen. Einziger Nachteil dabei, ich muss die ganzen Maschinen nach und nach auch alle hinter einem, na das passt wunderbar, hinter einem Kompressor verstecken. So, also rein theoretisch sieht es fast schon so aus, als hätten wir genug Energie, damit ich mir ein ME-System bauen kann. Gut, das war jetzt die Sache mit dem einigermaßen automatisieren. Dann müssen wir jetzt so langsam aber sicher uns mal überlegen, woher wir Nether-Sachen bekommen. Außerdem möchte ich eine Färbemaschine bauen. So, die ist relativ einfach herzustellen. Das ist elektrischer Stahl, den haben wir ja auch noch. Und ja, die Färbemaschine, die baue ich jetzt noch schnell. Das geht ja relativ schnell. Eins, zwei, drei, vier. Du und dann Redstone. Gitter an die Ecken. Waren in die Mitte. So, dann brauchen wir zwei. Na! Da hängt gerade Minecraft. Ah, jetzt. Zwei. Und wir brauchen 5 elektrische Stahl. Und schon müssten wir. Ach, und ein Diamant. Und schon müssten wir uns die Färbemaschine leisten können. Genau. So, die stellen wir jetzt auf. Die bekommt dann auch gleich Kisten verpasst in der nächsten Folge. Denn ich sehe, wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Ja, etwas über 24 Minuten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen oder über sonst irgendeine Reaktion jederzeit freuen, wenn ihr da unten seid. Schnappt euch auch noch ein Abo, kostet nichts, bedeutet mir viel. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.